Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SWTOR mit mir, mit dem Navigator. Ich habe gerade da oben so einen kleinen Boss geplättet, hat einen Prototypgürtel gedroppt, der hat halt kein Wahl bekommen. Ich habe die Bonusmission gemacht und das heißt jetzt, also diese 30 Kerle getötet und jetzt muss ich hier den experimentellen Kampfroboter aktivieren und seinen Datenkern an mich nehmen. Kann ja nicht so schwer sein. Habe ich glaube ich gerade schon schwere und schwierige Sachen zerstört. Zur Not kann ich mich einfach noch mal heilen, aber das wird werde ich wohl nicht wirklich brauchen, so wie das aussieht. So. Und seinen Datenkern an mich nehmen. So, und das war's dann auch schon. Noch ein Teil für eine Bonusmission. Okay, am Missionsdepot abliefern. Das ist dann doch recht einfach. So, nächste Mission. Die wollen mich angreifen. Also noch ein paar, die mich angreifen wollen. Und noch ein Prototyp-Item. Bringt mir der was? Nicht wirklich. Oder? Was bringt mir der? Minus Willenskraft? Na. Kein guter Tausch wäre das. So, da muss ich einfach gar nicht hin. Ich ignoriere die jetzt einfach und renne vorbei. Hier gibt es auch einen Haufen Missionen als Sith-Krieger. Wenn ihr wissen wollt, was da los ist, müsst ihr halt bei irgendeinem anderen Let's Player reinschauen, der einen Sith-Krieger spielt. Dann werde ich jetzt erstmal nicht machen. Kein Sith-Krieger spielen. Ich werde nur Inquisitor spielen. Ein gewalttätiger Eindringling, der Lord Gratans Anwesen verwüstet. Ich applaudiere euch. Ich bin Isma Brengel, einer der Wissenschaftler, die von Lord Gratan verpflichtet wurden. Ich würde gerne dafür sorgen, dass eure Zerstörung dieses Ortes höchst profitabel ist. Fände ich gut. Ihr seid froh, weil ich Lord Gratans Anwesen zerstöre? Mehr als froh. Mir schwindelt vor Glück. Vor 3 Jahren brachte mich Lord Gratan dazu, für ihn zu arbeiten. Er versprach beste Möglichkeiten in aufregenden Studiengebieten. Stattdessen wurde ich eine Gefangene für die Sklavenarbeit an den irrsinnigen Kreationen, mit denen Gratan sich verbessern will. Ein undankbares Leben. Mhm. Die Sith beherrschen niedere Wesen. Das ist unser Vorrecht. Vielleicht. Doch Gratan tut dies so grob, so wenig kunstvoll. Erwartet ihr nichts Besseres von einem Sith? Doch. Gratans Kybernetikforscher, ein sadistischer Haufen Abschaum, entwickelten Cyborg-Körperteile, die sich regenerieren. Diese Technologie wird die Kriegsführung revolutionieren. Sie ist ein Vermögen wert. Ich habe einen Käufer an der Hand, der eine Cyborg-Armee aufbauen will. Ihr bekommt 60% meines Profits, wenn ihr die Kybernetik-Forschungsunterlagen stehlt. Klingt gut. Bei so großzügigen Bedingungen, glaube ich, kommen wir ins Geschäft. Ausgezeichnet! Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Es gibt noch einen Haken an der Sache. Ihr müsst die Hauptkonsole aktivieren, indem ihr von den Außenterminals aus die Überbrückungsbefehle eingebt. Gratan beschützt seine Computer mit tödlichen Sicherheitskräften. Kriegsdroiden, Cyborgs und sogar Gentechnikwaffen. Rechnet mit schwerem Widerstand. Eure Sorge ist unbegründet. Die dunkle Seite beschützt mich. Natürlich. Aber eine kleine Vorwarnung schadet nie. Nehmt diesen Datenstift. Steckt ihn in die Hauptkonsole von Gratans Zentrallabor. Der Stift wird alle Daten herunterladen, die wir benötigen. Ja, wenn ihr das hinne. Erledigt habt, bringt mir den Stift. Ich kümmere mich um den Verkauf und überweise die Credits auf euer Konto. Geht jetzt! Rasch! Wenn ihr euch wundert, dass ich so ungeduldig bin, aber trotzdem mir alle Sachen anhöre, liegt daran, dass ich es halt selbst noch nicht kenne und dann doch es gerne erkennen würde. Mal jetzt erstmal den hier. Keine Ahnung, was es ist. Reingehen. D.
die Nachricht kam jetzt, weil ich das Spiel neu runtergeladen habe. Aber das habe ich schon aktiviert, deswegen ein bisschen blöd, dass es mir jetzt die Nachricht nochmal gibt. Darf ich hier öffnen, rein. Ah, du warte. Bitte sag mir, dass Lord Sesh euch geschickt hat. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich will nicht sterben. Ah, die Hauptmission ist es. Seid ihr Gratans gefangener Cyborg-Experte? Ja, das bin ich. Und ich habe, was ihr braucht. So wie Lord Sesh es bestellt hat. Gut. Meine bislang beste Arbeit. Obwohl ich noch keine Ahnung habe, wozu man sie wohl nutzen könnte. Mhm. Um einen Sith Lord zu vernichten, mein ängstlicher Freund. Darauf wollte ich ja hinaus. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das Gerät für diesen Zweck ist. Lord Sesh will diese Waffe gegen Cyborgs einsetzen, aber die meisten Cyborgs sind nur zu 10% Maschine. Ich glaube, es kotiert nicht. Das Opfer müsste zumindest 50% Maschine sein, damit der Neutralisator echten Schaden anrichten kann. Das passt zu Skotier. Oh. Mein Ziel ist zumindest 50% Maschine. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ihr könnt ihn haben, wenn ihr wollt. Es ist nur ein Prototyp, aber einem einzelnen Droiden solltet ihr damit schwer zusetzen können. Ihr findet ihn im Labor. Gratan gewährt mir jedoch keinen Zugang zu den nötigen Energiezellen. Ihr müsst sie seinen Droiden entwenden. Okay. Aua. Jetzt ist es Zeit zu sterben. Nein. Unnötige Mitwisser zu entfernen. Lord Sesh wollte mich befreien. Wollte Lord Sesh auch nicht. Das kann ich euch sagen. So. Ja. So. Energiezellen, alles mögliche sammeln. Ich dachte nicht, dass ich jetzt die Hauptquest schon weitermache, aber ist jetzt auch wurscht. Muss ich hier... Druidenviecher killen. Da sind schon mal zwei. Aber hier rein so mit Ding, dass sie auch noch bekommen werden. Ah, schade, nur eine. Die Zelle. Das ist ein Geschütz, kein Druide. Komm, da drüben sind ein paar, da sind sicherlich noch ein paar Druiden im Weg. Genau, hier. Könnt ihr jetzt zwei Stück droppen? Dann könnte ich hier die Dinger daran schauen. Erste und dritte, wo ist das zweite? Hm? Sag nicht, ich muss noch mal irgendwie raus. So, das bis uns zusammen her. Das sind die Bonusmissionen. Erste, dritte. Keine Ahnung. Das erste und das dritte brauche ich. Ja, ich weiß, hier ist noch irgendwas zusätzliches, aber... Das erste hätte ich. Oder sind dort oben zwei? Den auch nochmal wegmachen, schnell. Habe ich zwar schon die Energieladungen, aber ist okay. Knurren ein bisschen vor dich hin, Duide. Ah, ich muss jetzt nach oben... Da kam ich da hinten rum, genau. Muss ich hier nochmal raus. Und hier lang. Und wenn ihr jetzt mal verraten könntet, wo das zweite ist. Ah, da drinnen. Okay. So. Mal sei mal ein bisschen schneller mit dem Tod machen. Ich habe keine Lust hier selbst. Gewalt, die erledigst du. Nehmen wir die davor. Die Wissenschaft, nein. Nicht Wissenschaft, der Wachsoldat. Nicht Kemal, dass du irgendwelche Probleme da hinten hast mit denen. Kemal scheint auch fleißig am Kämpfen zu sein. Ne, jetzt ist er fertig. Mir wurscht, ich bin weg. Okay, ein bisschen Fallschaden. Ein bisschen viel Fallschaden. Warum ist das hier eigentlich hier unten? Das habe ich. Ja, wahrscheinlich doch. Durch das Einlösen des Items ist es nach da unten gekommen und dann habe ich es mir noch extra nach dort gezogen.
reinfahren, weil ich ungestört reinkomme. Das Ding. Was ist da? Nachtromen-Chaos, das ist ja die beste Beschreibung hier auf dem Planeten. Ja. Was ist das hier eigentlich? Hier komme ich dann und kann mir so ein kleines Ding dann abholen. Also Kriegerphase und dazu ist dann die Inquisitor-Phase. Oder gar keine Phase. Einfach nur frei zu betreten, der Raum. Komm, Kerval, das schaffst du. Das enttäuscht mich nicht. Der läuft auch noch ins Blitzfeld. Und noch mehr Leute. Nein! Oh, shit. Okay, zählt höchstwahrscheinlich nicht für mich. Das ist übrigens Marco und das ist ein Kopfgeldjäger. Wie heißt der? Ja. Ist mir wurscht, die. Hey, doch, ich hab doch was gekriegt. Komm jetzt, ja, ist schon wieder da die Anlage. Übrigens, wer sich fragt, warum die hier grün sind und das, das liegt daran, dass ich mich vorhin mal in einem Ruhebereich, also in der Kantine oder was ähnlichen, ausgelockt habe. Das private Haus zählt auch. Und dann kriegt man doppelte Erfahrung für eine Zeit lang. Also bis nach hier kriege ich doppelte Erfahrung. Und ich krieg als Premium eh schon deutlich mehr Erfahrung. Ah, hier geht's nach draußen. Das ist der Hintereingang, okay. Ich bin auch schon schade, da hinten stehen nur. Schön. Sehr schön. Oder? Kommt man hier? Ist das ein normaler? Ja. Gibt's irgendwas Besonderes? Nein. Lass ich die jetzt einfach mal in Ruhe und renn weiter. Ein Haus gibt's noch, wo ich rein muss? Nein. Zum Waffenarsenal müsste ich auch noch mal. Okay, das kann ich aber auf dem Rückweg machen. Und ich glaube, als ich hier das letzte Mal gespielt habe, habe ich so viele alle immer nur alle abgeschlachtet und kam nie zu Potte, dass ich glaube ich 3-4 Tage hier rumgespielt habe allein in der Gegend. Aber das hätte sich dann wohl ein bisschen geändert. So, ich wollte gerade sagen, hier sind keine nervigen Leute, aber die kann ich einfach umgehen. Brauche ich ja nicht. Ich bin. Die sind Level 13, ich bin Level 18. Das sagt, glaube ich, schon alles. Es ist aber nur sinnlos, noch weiter zu leveln. So, und das dürfte jetzt Gratans Privathaus sein. Gratans Saboteur, komm. Hier steht sogar irgendwo ein Schwert. Komm, die beiden kleinen noch töten. Hier steht noch ein dritter in der Ecke. Hier so seinen eigenen Hof. Start an nutzlosen Leuten, die in der Ecke rumstehen. Komm, hier ein Aufzug. Okay, da fall ich zu Tode. Nein, jetzt nicht. Gut. Es gibt ganz witzig, es gibt einen Aufzug, wenn man da springt, wenn der Aufzug nach unten fährt, kriegt man Fallschaden, weil der Aufzug so schnell nach unten fährt. Wenn man hier dann so springt und... Okay, da jetzt habe ich gerade schon wieder abgedreht. Da habe ich gerade schon wieder abgebremst. Das gibt dann natürlich noch weniger Verschaden. So, was gibt's hier zu tun? Verschiedenste Räume. Ist hier eigentlich ein Story-Bereich? Nö. Da kann man hier eigentlich immer wieder rein, wenn man will. Heißt, den Bereich hier vorne lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Standard, Leute. Ja, genau, hier geht es erst in die. Da ist eine Gruppenphase. Irgendeine Gruppenmission, keine Ahnung. Habe ich die verpasst? Nee. Also, ich war hier noch nicht drin, also irgendwo scheint die noch woanders zu sein. Wo man hier ein paar Sachen machen muss. Wohl. So, da unten scheint es halt irgendwas zu geben. Kunde das Waffenlabor. Habe ich, glaube ich, gerade schon mal vorgelesen, ist aber wurscht. Da geht's rein. Da hinten ist auch nochmal eine Storyphase. Gruppenphase, jeder kann sie betreten. Alle mal kurz grillen.
Also, in SWTOR kann die Umgebung einem auch Schaden machen, deswegen... Was ist das? Mittelschwere Rüstung. Kämpf kannst du, du hast nicht gerade eine... Auch mittelschwere Rüstung, 11. 14 Ausdauer, 12 List. Nee. Okay, hier kriegt man wohl 100% Schaden, oder? Nein, wenn man ran durchrennt, nicht. Hier. Einmal hier grillen. Das da kann weg. Alle weg, alle weg. Gratan, schwach, Leute. Und mit dem kann ich reden. Okay, ihr wollt nicht reden. Die andere Tour. Wenn ihr wollt. Warum hat so ein geschützten Abzug? Das ist auch vollautomatisch. Nein. Oh, eine Katastrophe. Einfach schrecklich. Jemand muss mich aufhalten. Jemand muss mich sofort aufhalten. Warum? Du bist ein großer Droide. Halte dich selbst auf. Oh, wenn ich nur könnte. Ich beherrsche über 100 Sprachen und Sprachvarianten. Und in keiner davon ist die Verbindung von Personen und Feuer positiv. Warum wurde ausgerechnet ich ausgewählt, diese schrecklichen Dinger zu warten und ihre Baupläne zu hüten? Ich verstehe es nicht. Hätte ich doch nur nicht diesen schrecklichen Sicherungsbolzen, der mein Handel beschränkt. Ich würde diese Geschützpläne auf der Stelle vernichten. Es ist gut, dass du einen Sicherungsbolzen hast. Wie können Sie nur so etwas sagen? Die Pläne für die Geschütze sind in meinem Speicher. Wenn der Sicherungsbolzen weg wäre, könnte ich sie löschen und verhindern, dass neue Geschütze gebaut würden. Das ist beinahe... Ich will aber die Pläne selber haben. ...selbst zu deaktivieren. Wenn Sie organisches Leben schätzen, dann entfernen Sie bitte meinen Sicherungsbolzen und lassen Sie mich die Pläne ein für alle Mal zerstören. Wir sind Sith. Ich kopiere die Pläne für das Imperium. Wenn Sie darauf bestehen, kann ich nichts tun. Ich bin schließlich nicht für den Kampf programmiert. Wenn es nach mir ginge, dürften organische Lebewesen sich gegenseitig nicht solche schrecklichen Dinge antun. Halt doch endlich die Klappe. Ich mag es auch nicht, aber ich muss es tun. Okay, falsch. Also, falsch. Ich verstehe es immer noch nicht. Und außerdem ist es gut, dass ich keinen Magen habe. Denn wenn ich zusehe, wie Lord Gratans Testobjekte in Flammen aufgehen, ich möchte gar nicht wissen, was mit meinem Magen passieren würde. Ist mir wurscht. Der Brutzelscher, ich glaube, ich kann durchrennen, oder? Ja. Ja, okay, so ein kleiner Burn-Effekt. Der gleich wieder verschwindet. Hat der auch gerade gebrannt? Nein, er hat noch alle 270 von 270 Leben. Also, die sind irgendwie unverwundbar. Und der ist ein bisschen komisch, weil der an der falschen Stelle steht. Das Gesicht jedenfalls. Eigentlich müssten die so in der Mitte sein. Dann den Guipan. Beam, weg mit euch. Ah, der ist schon tot. Hätte ich gleich auf den ziehen können. Wenn man auf jemanden zielt, dann ist das Feld genau in der Mitte und man, ja, trifft halt meistens nur die eine Person, nicht die anderen auch noch. So. Der hält ja sogar was aus. Und ist Level 14. Ah, genau, die sollte ich für eine Bonusmission zerstören. Und seine Forscher soll ich auch nochmal wegmachen. Jetzt lässt mich da mal rumlaufen um die Ecke. 3 von 5 Forschern habe ich schon. Wo sind die restlichen? Okay, ich weiß, sinnlos, aber ich habe keine anderen kleinen Angriffe. Doch, ich hätte den dann noch. So, und weg mit euch. Grillparty nennt sich sowas. Sogar kein Wald wird gegrillt. Gab's da eine Forschungstafel? Ja, gab's. Muss ich leider selbst zerstören, kann ich nicht kein Wald hinschicken. Der könnte mal sein Vibro-Schwert die Dinger sicherlich auch zerstören. Aber ist nicht das, was es, um was es hier geht im Spiel. Irgendwie staubt Kimball ein bisschen.
zieht er so manchmal um seine Beine herum, so Texturen. Warum stehen die hier überall rum? Das hole ich mir erst danach, weil manchmal werden Bonusmissionen ab vorzeitig deaktiviert, wenn man die Hauptmission macht. Was ich dir schon 100-mal erzählt, aber auch nicht. So, hier von oben einsammeln geht leider nicht. Nein, den treffe ich nicht, ehrlich. So, weg mit dem. Ich blocke und zerstöre das Ding gleichzeitig. Schwere Schuhe, das könnte Kämpfer passen. 14 Stärke, 15 Ausdauer, was ist das? Wo sind die Schuhe hin? Es wird sogar mir Bonus geben. 11 Zielgenauigkeit, 95 Rüstung. Nee, das ist ein Prototyp, das ist besser, okay. Dann halt nicht. So, hier oben gibt's nichts mehr, das heißt runterspringen. Und Fallschaden. 66 Fallschaden. Und das dürfte jetzt wieder irgendeine Waffe sein. Genau. Hauptmission. Die ist aber auch aufgegangen, die Tür. Die auch, warum? Ich weiß, um mich herum stehen auch noch ein paar Leute. Die kann ich aber jetzt. Was hat das für einen Sinn, dass die anderen Türen auch aufgegangen sind? Sind da auch Leute hier drin? Wäre schön, hätte ich noch mehr zum Töten. Nö. Bisschen komisch. So, und jetzt kann ich mir den Cyber-Neutralisator holen. Der hoffentlich meinen Gegner da deaktiviert. Ich bezweifle, dass ich den, ich bin mir sicher, den könnte ich auch ohne dem ganzen. Oh Mann, kann ich nicht. Den könnte ich sicherlich auch ohne dem Ding verwenden, aber mache ich halt anders. Nur, dass ich hier kein Kleider verwenden darf. So. Kopfgeldjägerphase. Ich glaube, hier sind. Das ist, glaube ich, die Sith-Kriegerphase da drüben. Sith-Krieger kann man gerade dann töten. Oder man tötet seinen Sohn. Geht beides. Oder kann man. Ich weiß nicht, ob man auch beide töten kann. Man kann jeweils auch nur auf und dunkle Seite Punkte sammeln. Nein, und der Aufzug ist gleich weg. Das ist ja mal wieder klar. Schade, dass man nicht klettern kann. Das wäre auch witzig, wenn so ein Aufzug gerade nicht da ist. Aber ich finde, jetzt sieht Kämpfer halt gar nicht mehr so schlecht aus. Auch wenn er irgendwie komisch ist und nicht wirklich ein guter Gefährte ist. Schon, aber er ist halt nichts Besonderes, der Kämpfer. Der ist bloß groß und hässlich. Das ist alles. Aber ich finde, hier mit dem Aussehen sieht er ganz gut aus. Wobei ich mich frage, es gibt ja für alle Gefährten irgendwie aussehensverändernden Sachen. Wie kriegt man die von den anderen Gefährten? War vom Standardgefährten kriegt man die ganz am Anfang, aber vom Rest irgendwie nicht. Also da kriegt man einfach keine Anpassungen mehr. So, weg mit denen. Ist hier irgendwo ein Druide, wo ich was Schrottmäßiges loswerden könnte? So ein Sanddruide. Also ein Sanddruide, meine ich. So, ist mir jetzt wurscht. So, da drüben ist jetzt mal eine Sache, wofür ich meine Crew-Fähigkeit gebrauchen kann. Archäologie kann ich hier. Hallo. Geht glaube ich nicht während dem Kampf. Kämpfer. Kann ich den eigentlich von hier aus heilen? Nein, kann ich nicht. Schade. Du wirst dich jetzt nicht ernsthaft gegen die paar Kerle verlieren. So, jetzt funktioniert's. Und schon bei Stufe 3. Auch wenn es ein bisschen blöd ist, weil erstmal brauche ich es nicht mehr. Kann man Gott sei Dank, wenn man
erst auf dem Freemium, erst auf dem vierten, fünften Planeten hat, braucht man halt schon Stufe 200, um irgendwelche Sachen zu bekommen. Könnte man hier draufklicken, hier Missionen schicken. Das wird auch Sachen bringen. Werde ich aber nicht machen, weil ich den jetzt gerne dabei hätte während den Story Mission. So, da kann ich nochmal rein. Schwarze, oh nein, schwarze Wissenschaft, Waffenlabor. Zurück, zurück. Das muss ich hin. Zurück, zurück. Aber ich habe schon alles möglich erledigt. Aber ich würde sagen, die Folge war jetzt gerade auch ein bisschen lang. Und man sieht sich einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.